Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast zur aktiven Fortbewegung. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Habe ich das super gesagt, so nachhaltig und so? Ja, ja, klar. Also Profil schärfen, sag ich nur. Okay. Es ist 9 Uhr morgens, Sonntagmorgen, und wenn alles gut geht, hört ihr den Podcast vielleicht schon am Sonntagabend? Das wäre doch voll schnell produziert und so, ne? Ja, ja. Ich mach mal leise. Okay. Gerade kommt ein. Hast du das gehört, Bang, bei mir? Eine Glocke? Ja, ne? Ja. Eine Benachrichtigung auf meinem Mac-Bildschirm. Totensonntag, jetzt. Achso, die kam vorhin bei mir schon. Das nervt mich übrigens. Da kannst du abschalten. Wenn ihr so Zeug reinkommt. Ja, okay. Ich habe jetzt bei meinem iPhone versucht, alle Dinge abzuschalten. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber mir geht es auf den Wecker, wenn dauernd irgendwas, das heißt ich, YouTube hat ein neues Video und der, bloß weil ich aus Versehen vergessen habe, abzuschalten. Und dann dauernd pingt irgendwas ein und die Liste ist so saulang. Und dann, ja. Du wolltest dazu was sagen? Ey, YouTube, ne? Oh Mann, also ich kann doch nicht einfach 17 Euro oder so ausgeben, nur damit die aufhören, mir diese blöden Pop-ups, Vollbildschirm-Angebote anzuzeigen, die ich nur wegklicken kann. Später vielleicht kann ich wählen, sonst nichts, dass ich doch YouTube Premium abonnieren soll. Was kostet das? 17 Euro? Ich weiß es, ich glaube mindestens 12. Und dann kriegst du halt YouTube Music dazu, ne? Vielen Dank. Das will ich ja nicht. Ich brauche YouTube Music nicht. Und ich will es auch nicht. Ich habe Spotify und ich habe es irgendwann mal gemacht, dieses YouTube-Ding. Jetzt muss ich kurz was notieren. Ich hab das mal abonniert, weil das Schöne ist, du kannst dann Filme runterladen. Und ich habe das mal für einen Urlaub, habe ich gedacht, das. Was denn? Ja, okay. Habe ich gedacht, das wäre ja praktisch. Da könnte ich dann was downloaden. Und ja, die Werbung hast halt dann nicht. Du kriegst dann keine Werbung mehr, ne? Und dann war da YouTube Music mit drin. Und was dann passiert ist, dann gibt's diese YouTube Music App. Oh, die kriegen das irgendwie nicht hin. Jedenfalls, dann machst du irgendwo gefällt mir auf dem Video oder so, dann taucht es in der Music App auf und dann machst du, dann willst in der dann gefällt dir was in der Music App, dann siehst es im Web bei deinen Videos, die du später angucken willst oder so. Das ist alles ein Graus. Und aber in letzter Zeit irgendwie gefühlt in den letzten paar Wochen, da haben die den Regler ganz weit aufgedreht, ne, mit ihrer Werbung. Also die scheinen verzweifelt zu sein, irgendwas. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe schon alle, also da kannst du ja mit Werbeblockern nichts gegen machen, ne. Und dann haben sie, ich weiß nicht, ob du viel YouTube-Videos guckst. Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, das müsste jemand anders sagen. Wobei ich kann es beim Telefon ja mal nachgucken bei meinem Verlauf, wie viel YouTube und wie viel sonst wieder drin sind. Ja, aber jetzt zum Beispiel, du willst ein Video gucken bei YouTube, ne? Mhm. Und dann startet es, dann kommt erstmal Werbung. Okay. Ja, ja. Dann haben sie, und da kannst du dann überspringen klicken. Nicht immer. Genau, nicht immer. Da geht ja vielleicht gerade noch. Aber dann zeigen sie ja manchmal zwei Werbungen. Wenn du nicht schnell genug bist, wenn du nicht rechtzeitig, manchmal denkst, oh, die Werbung gucke ich mir an, ist ganz nett und so, ne? So Like a Bosch oder was, ne? Da gucke ich dann mal gern durch. Muenchen. Luege.de. Ja, ne? Leider kann man nicht vorspulen in der Werbung, außer man hat ein aktuelles MacBook mit dem Touchbar. Damit geht's wohl. Und dann, wenn du nicht schnell genug bist und überspringen
klickst oder tippst, dann zeigen sie dir noch eins danach, noch eine Werbung. Und wenn du nicht überspringen klickst, dann siehst nur Werbung. Also ganz schlimm. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Warum? Es ist immer schwer, Beträge zu nennen, die man bereit ist, für irgendwas zu bezahlen. Aber du kommst aus dem Gefängnis frei zu bezahlen, ne? Oder erlöse mich von den Werbungen. Wie gesagt, manchmal mag ich sie ja, ne? Nur dafür im Monat 12 € zu bezahlen und vor allem, um nicht mehr von der Werbung für die Werbefreiheit belästigt zu werden, das ist echt arg. Aber wir kommen später noch auf Plattformen zurück, ne? Okay, dann bin ich mal gespannt. Diese Woche war ja Blade Runner Tag, ne? Weiß nicht. Gibt es ein Jubiläum oder was? Oder? Der Tag, an dem Blade Runner spielt, der war. Das Ach war so, der, stimmt. Ja, ja. Ich sag jetzt 19.11.2019, glaube ich. Ja, ja. Jetzt. Und da haben sie gesagt, dass der. Dass zu dem Zeitpunkt die Welt von zwei oder drei Technikfirmen beherrscht wird. Ja, und da sind wir ja fast schon, ne? Oder was heißt fast schon? Es gibt ja noch Amazon, Google, Facebook, Apple. Ja. Also vier. Naja, und da kannst du ja nichts machen, ne? Hast eine scheiß Tastatur in deinem Mac? Was willst du machen, ne? Wenn du ein Mac benutzen willst, musst du ein Gerät von Apple kaufen. Solche Sachen, ne? Bei Fahrrädern, und da sind wir beim nächsten Thema, bei Fahrrädern ist es ja noch nicht so weit mit der Weltherrschaft einzelner Firmen. Nein. Ja, es wird aber. Ja? Naja, wir kommen da später ja drauf zurück, ne? Also beide sind vielleicht unterschiedliche Marken. Ach so, aber mit den Herstellern, das quasi. Ja, lass uns dann darüber sprechen. Ah, okay, kleiner Teaser. Bleibt dran, wenn ihr hören wollt, wie die Monopolisierung oder Oligopolisierung im Fahrrad- und Mikromobilitätsmarkt stetig fortschreitet. Thomas erklärt's euch. Okay? Und dazwischen haben wir noch drei Songs. Drei reingequatsche. Ja, aus den 90ern, ne? Okay, noch zwei Feedback. Jetzt hat es mich geschüttelt gerade bei dieser Radio-Gedanke. Ja. Noch zwei Feedback-Sachen aus unserem, hauptsächlich meinem Instagram-Feed. Erstens, wir haben eine Verlosung gemacht, ne? Haben wir ja letztes Mal angekündigt, ist jetzt auch abgeschlossen und die Helme sind ausgeliefert und, soweit ich das meiner Lieferungen-App entnehmen kann, auch angekommen, also an der Haustür. Beziehungsweise ein Empfänger hat auch schon sich gemeldet. Super Helm, hat er gesagt. Also sowas in der Art. Auch kritische Stimmen natürlich zu den Helmen, aber das ist ja auch okay. Ja, wieso welche? Naja, dass ein Hörer gesagt hat, so ein Scheiß braucht er nicht, noch mehr Elektronik irgendwie am Körper. Und ja, klar, sind immer zwei Seiten. Und eventuelle Ideen von wegen, dann habe ich hier Lampen und sonst was in dem Helm und ist dann der Schutz überhaupt noch vollständig da? Muss er eigentlich schon, weil sie sind ja doch getestet. Ach so, der hat gesagt, wenn er aufs Mikrofon fällt, dass ihm das in den Schädel bohrt dann. Zum Beispiel, ja. Also. Aber ich glaube, da kann man
da kann man davon ausgehen, dass das geht. Wie gesagt, wobei der natürlich gesagt hat, ja, die werden ja dann nur mit einer Melone und von oben runter getestet und so. Also die fallen ja. Ja, klar, sind natürlich schon Laborbedingungen, mhm, und die dann im echten Leben unter Umständen anders sind. Also wir gehen davon aus und hoffen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat bei der Positionierung von Mikrofon und Leuchten und Akkus, die ja alle da drin sein müssen. Das muss ja alles in der Schale untergebracht werden. Also. Ja. Also wie gesagt, ich wünsche auch von dieser Stelle aus allen Gewinnern viel Vergnügen mit den Helmen und wir haben ja schon zu Feedback aufgerufen. Mhm. Auch der Hersteller wünscht sich das natürlich, weil übrigens haben fast 70 Leute mitgemacht, fand ich gut. Okay. Und wegen der Gleichstellung auch, ne? Ich habe ja die Gewinner mit Siri ausgelost. Also Siri hilft, wo er / sie kann. Ich hab das so gemacht, kann man auch live sehen. Ich hab alle Kommentare habe ich in eine Tabelle rein und mit Nummern versehen, also mit Zahlen. Waren, glaube ich, 69 oder so. Und dann habe ich Siri gebeten, eine Zahl zwischen 1 und 67 waren es, glaube ich, mir zu sagen. Und das hat Siri dann gemacht, zweimal. Das heißt dreimal, weil ich kann sagen, dass der erste Gewinner folgt uns nicht bei Instagram, also kein Gewinn, weil das war ja Bedingung. Mhm. Also dann nochmal Siri gefragt. Dann hat sie glatt die Nummer 67 rausgehauen, also die letzte. So, was wollte ich sagen? Genau, also ja, waren ziemlich viele, die mitgemacht haben, fand ich gut. Und wir haben noch, oder ich habe noch Kram rumliegen. Also ich werde demnächst wieder mal was verlosen. Man kann ja nicht alles selbst machen, ich brauche ja auch Platz hier, ne? Ja, aber halt dicht, ne? Die Hörer folgen, was verlosen sie denn, die beiden? Ja, und dann habe ich einen dicken Fisch an Land gezogen. Ja, und so so schaut es ja aus. Und dann habe ich erstmalig, glaube ich, eine Frage gestellt bei Instagram. Einfach mal so Story genutzt. Und weil ich persönlich gucke ganz gern in Stories rein, habe aber immer noch Schwierigkeiten, solche zu erstellen. Aber manchmal passt es ganz gut. Und ich habe dann gefragt, und da kannst ja du mal drauf antworten, also wenn du nur Fahrräder fahren dürftest, die mit dem ersten Buchstaben deines Nachnamens beginnen, welche Marke würdest du nehmen? Ja, ich weiß gar nicht so leicht, ne? Wenn ich jetzt ein Triathlet wäre, wäre es ja easy, dann würde ich einen Diamondback nehmen. Mhm. Aber sonst würde ich mir ein Fahrrad von der Dorrel Group holen. Das ist zu weit hergeholt. Das geht nicht. Da habe ich auch dran gedacht. Und mit D, Dora, Dawes, die Engländer, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch am Markt sind. Ich glaube, die gibt es in Baumarkt. Ich glaube, die gibt es in irgendwelchen Baumärkten. Was nicht schlecht sein muss, also anscheinend in England bei Halfords, die haben ja Fahrräder von Chris Boardman zum Beispiel oder der hat da eine Marke. Also sie machen wohl ganz gute Räder. Oder lassen sie halt da im Ausland machen. Ja, gut, also, aber das ist ja okay. Decathlon, da kommen wir ja noch drauf. Ja, wobei Decathlon natürlich was anderes ist als ein Auto, Autopflegemittel, Reifenhändler wie Halfords, ne? Kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, sowas wie Schauer oder wie heißt der ATU? Sowas in der Art. Okay, soll ich dir sagen, was ich gewählt habe?
Ja. Weil ich hab in der Liste auf Wikipedia nachgeguckt. The List of Bicycle Brands. Und ich habe DaVinci genommen. Kennst du die? Hallo? Hallo, hallo? Ja. Ich sehe dich gerade wegwasseln, aber kein Ton. Gerade hing es ein bisschen. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Und du mich nicht? Hörst du mich auch? Jetzt ja. Jetzt wieder, ja. Okay. Skype-Fehler bei mir jetzt kurz. Ja, ich habe ja eine extrem schlechte Internetverbindung momentan. So, weiter. Also ich habe DaVinci genommen. Kennst du die? Das sind Kanadier, habe ich gelernt, oder? Genau. Kann es sein? Sind so Enduro-Kisten? Ja, so Mountainbikes, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es die auch mit. Und pass auf. Das ist ja, also, und ich habe mir das nicht vorher ausgedacht. Die gibt es mit, ich glaube, Piniongetriebe. Echt? Ja. Aber vielleicht noch kurz, und dann alternativ habe ich mir noch, also Diamant wäre noch eine Alternative gewesen für mich. Weil stimmt. Aber die haben ja schöne Räder für die Stadt. Ja. So, jetzt zum Getriebe. Mächtig Wirbel. Also zumindest in meiner Blase, ne? Und in deiner wahrscheinlich. In meiner auch, ja. Überall poppt's auf, sag mal, hast du schon und was denn das und wirklich und machen die das und mit oder ohne E und sagen, ja, was ist passiert? Shimano, also ein Typ von Bike Radar, dessen Namen mir leider nicht einfällt, der ist da irgendwie. Mr. Radar? Ich habe irgendwann mal auf der Eurobike, in Berlin bei der, egal, habe ich mal einen getroffen, ich weiß nicht, ob es der war. Jedenfalls ein Redakteur von Bike Radar stöbert regelmäßig in Patenten rum, das ist ja interessant, ne? Und hat ein Shimano-Patent gefunden. Ein neues, ne? Ein neues Patent. Und darin geht es um ein gekapseltes Schaltgetriebe, das sie aber in dem Patent nicht so nennen. Also, so, wir haben ein Video bei YouTube verlinkt, in dem der Redakteur das erzählt. Titel ist Death of the Derailleur, Shimano's Gearbox Patent. Und dazu gibt's auch einen langen Artikel. Man kann sich das Video allerdings angucken, beziehungsweise im Hintergrund laufen lassen. Man muss da gar nicht zugucken. Der erzählt es und hat, ja. Auf Facebook habe ich eins zum Zugucken auch noch. Wo so ein bisschen gesponnen wird. Ah ja, das Ganze. Okay, das kannst du ja noch hier dazusetzen. Und ja, also es geht halt, die Sache ist die, wer schon, und in dem Fall ist es halt so, dass das Shimano, dieses Patent oder diese Schaltbox besteht eigentlich aus zwei Ritzelpaketen, die gegeneinander versetzt laufen und über eine Kette verbunden sind, auch mit einem Kettenspanner, ne? Und die sich dann anscheinend auch irgendwie ein neues Kettenpatent nochmal dafür steht auch erst drin. Richtig, das ist genau. Also, und diese zwei, ich erkläre das jetzt mal, das ist schwer über Audio. Also man muss sich vorstellen, dass quasi, wenn du zwei Ritzel nimmst und die so Gegenseil eines in die rechte, eines in die linke Hand nimmst und übereinander hältst, ne? Verstehst du das? Also, ja. Und also dann? Ich verstehe es, wobei ich habe auch die Bilder schon gesehen. Ja, aber dann kannst du ja die quasi, indem du die verschiebst, kriegst du verschiedene Übersetzungen und die haben irgendwie 2x7 und kommen auf 13 Gänge. Und die 13 Gänge stehen auch explizit drin in diesem Patent anscheinend. Da wundert er sich ein bisschen, der Analyst. Und das Ganze ist in der Box drin und wird von die Kurbel
ist auch wieder über eine Kette angelenkt, sodass die eine Untersetzung oder Übersetzung wieder herkriegt. Und vom aufs erste Ritzel und vom zweiten Ritzel geht dann eine Kette oder was auch immer ans Hinterrad. Und Ziel ist wohl, dass das ganze Ding so wenig wie möglich Reibung erzeugt. Und da hilft auch die Kette, die wohl sich selbst schmiert. Also die hat irgendwie einen Schmier. Da haben sie noch einen Ölmechanismus mit drin. Und wohl auch ein spezielles Öl. Ja. Haben sie da nicht auch irgendwas? Das kann sein. Also ich hab nicht alles mitnotiert, aber quasi wie so eine permanente Ölung. Und dann ist so wie bei der Lambretta früher. Wie war die? Die hatte jetzt kein Kettengetriebe, aber die hatte ja den vom Motor zum Hinterrad einen geschlossenen Kettenkasten. Mhm. Und da drin quasi eine Permanentschmierung drin. Man muss sich das ja vorstellen, also Pinion hat ja, also das Ganze ist ja auch was Pinion schon seit ein paar Jahren macht, allerdings mit einem klassischen automobiltechnischen Ziehkeilgetriebe, was wohl vom Wirkungsgrad nicht so gut ist wie Ketten, heißt es zumindest, aber durchaus immer mehr Liebhaber findet, weil es halt wartungsfrei ist, mehr oder weniger, bis auf den Ölwechsel. Und da stellt sich der Laie vielleicht vor, im Ölbad, oder mir ging es immer so, als wenn ich so Sachen gelesen habe früher, im Ölbad, dachte ich mir, das Ding ist randvoll bis Öl und so, und dann Obacht geben, wenn es zu heiß wird. Und was weiß ich, dem ist aber nicht so. Da ist ja quasi so eine Pfütze drin an Öl, die halt mehr oder weniger die zu schmierenden Teile ein bisschen benetzt. Da reichen ein paar ml. Also bei Pinion ist es nicht viel. Und habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die Geschichte, dass einer ihrer, sie haben mal einen Reiseradler gesponsert, der um die ganze Welt gefahren ist, aber auch im Flugzeug mal unterwegs war. Und der hat gedacht, puh, das ist vielleicht schwierig mit dem Öl in dem Getriebe, im Flugzeug, weiß er nicht, was passiert, hat es abgelassen, hat es nie mehr rein. Hat trotzdem funktioniert. 13.000 Kilometer durch Bolivien und sonst wie Büsche bei allen Temperaturen. Büsche und Berge, sage ich mal. Also, aber das hat für mächtig Wirbel gesorgt, jetzt Shimano-Ding, ne? Es ist halt auch so, dass das Shimano ist, ne? Ja. Und nicht Shimano-Kette. Wie? Also der Klassiker unter den Ketten. Ich meine, die haben ja die Steighilfe erfunden, sodass man unter Last schalten kann. Und wenn sie es nicht erfunden haben, dann haben sie es zumindest populär gemacht und arbeiten ja kontinuierlich an immer verbesserten an immer verbesserten Schaltmöglichkeiten. Und dann gibt es ja diesen Battle mit SRAM dann immer, wer hat am meisten auf der Kassette hinten und so. Und ja, aber Umlenkung. Aber selbst da ist es ja so, es gibt auch einen interessanten Hinweis auf ein SRAM-Patent. Aber SRAM, die sind ja, also vom Markt, von der Marktdurchdringung im Vergleich, also sie sind ja weit hinter Shimano, zweite, ne? Ja. Und es geht halt auch darum, dass also Shimano, ich weiß nicht, wie sie die Macht mit Motoren nutzen können, oder die Macht ist vielleicht fast das falsche Wort, aber Shimano verkaufen ja, sagt er eben, hauptsächlich an OEMs, also Erstausrüster. Und halt viele, ne? Und Shimano haben ja alles, also vom Bremsgriff, also du kannst quasi dein Rad komplett mit Shimano ausstatten, wenn du Fahrräder herstellst. Und wenn du als Hersteller eine Roloff-Narbe oder ein Pinion-Getriebe einbauen musst, dann musst du das quasi willentlich tun. Also ja. Dann musst du das schon wollen. Und wenn Shimano mal eine Getriebebox rausbringt, dann
komm, dann melden die sich bei dir oder dann ist es sofort eine Option, die du wählen kannst, ne? Weil alle so sagt er das in dem Film und so kann man sich das auch vorstellen. Mhm. Also das ist halt ein großes Unternehmen, die dann auch alles, was rundrum, das weißt du wahrscheinlich besser, was dazugehört, quasi mit anbieten. Kannst ja du mal sagen. Weil wenn so ein Pinion, der hat ja mittlerweile schon ein bisschen einen Namen, alle sehen, okay, jedes Jahr Pinion existiert, Pinion macht Geschäfte, Pinion produziert, Pinion liefert Ersatzteile. Aber es ist keine so riesen Stückzahl, weil, wie du sagst, man das willentlich machen muss. Im Fall von Pinion ist es eben auch so, dass es ein sehr aufwendiges Getriebe ist, das dementsprechend auch echtes Geld kostet, auch wenn sie jetzt Einsteigergetriebe gemacht haben. Und du musst halt einen Rahmen speziell dafür machen, was heutzutage eigentlich kein Ding mehr ist, weil Rahmen für E-Bikes macht jeder sowieso selbst. Jeder macht seine Aufnahmen für den Motor selbst, irgendein Interface damit das in Rahmen passt. Die gibt es natürlich fertig auch, aber die meisten machen die selbst. Das ist kein großer Aufwand. Und insofern ist diese Schmerzgrenze, die früher vielleicht mal war, von wegen, dann brauche ich einen extra Rahmen dafür, ist für ein OEM nicht existent. Die ist nicht da. Aber was für den natürlich wichtig ist, ist, dass er echt guten Service hat und alles zueinander passt und sich um nichts kümmern muss, weil da hat er keinen Bock drauf und der Händler auch nicht. Wenn da was kaputt geht, dann muss das ruckzuck gehen, man muss da einen Ansprechpartner haben. Bei Pinion ist das sicher auch so, klar, aber es ist eben eine andere Preisklasse. Und so ein Shimano, der kann da vielleicht auch einen Dreigang für Kinder draus machen mal, ne? Weil der einfach ganz andere Möglichkeiten hatten, auch finanziell. Und wie man gesehen hat, die sagen ja, okay, vom Layout her ist dieser Kettenkasten so wie diese 8000er Motoren, die neuen. Also weil Shimano hat ja, beziehungsweise nicht der 8000er, sondern der 8000er ist ja noch alt, aber der 7000er und 5000er Motoren, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also so sieht das Ding auch so ein bisschen aus, nur dass es so ein bisschen wie eine Dampfmaschine aussieht. Von der Seite. Es ist recht mächtig auf den Skizzen. Ne? Egal, wenn das Gewicht stimmt, der Preis stimmt, die Funktion stimmt, wir warten es ab. Ja, das Ganze wird ja nicht mechanisch bewegt, ne? Sondern elektrisch, was ja auch sinnvoll ist. Dann Spaß ja schon mal. Fast die ganzen Getriebe, Narben von Shimano gehen ja alle elektrisch mittlerweile. Ja, eben, also das heißt, die Händler zum Beispiel, Hersteller, Händler, die kennen das ja alle schon, ne? Mhm. Die haben dann irgendwie diese Alfine Narbenschaltung. Man darf ja nicht vergessen, dass Shimano quasi Alleinherrscher bei Narbenschaltungen ist, oder? Also ich meine, wer verwendet denn Sturmey Archer? Die einzig verbliebene Konkurrenzfirma? Niemand. Also, naja, gut, so eine Handvoll. Ja. Brompton, Van Moof. Ja. Also, aber nicht viel. Das ist schon im Vergleich, also sicherlich im einstelligen Prozentbereich. Ja, und deshalb, also da das heißt, umso, wenn sowas eingeführt wird, dann wird das auch funktionieren. Grad, ich muss mir gerade die Sachs- und Swam-Träne abwischen. Ja. Jetzt ist wieder gut. Mir ist aber auch eingefallen, also mir kommen wieder Erinnerungen zurück, dass ich bei Dreigangschaltungen, wenn man da mal so aus Versehen ins Leere getreten hat, schrecklich. Und dann mit den Private Parts auf dem Oberrohr landet, dass das war schlimm. Weiß ich gar nicht, wie lange es das gegeben hat. Also jedenfalls, Shimano sind halt groß genug, um sowas dann auch zuverlässig einzuführen. Ne?
Also ich fände es gut, von mir aus auch von einem anderen Hersteller. Er kommt noch auf eine Sache von SRAM zurück, die, weil ja Leute, oder es ist ja so, bei den 12-Gang-Schaltungen momentan, also die Kette läuft ja immer ganz schön krumm, ne? Es gibt ja irgendwie, gibt ja kaum einen Fall, wo die richtig gerade läuft, und das wirkt sich natürlich auch auf den Wirkungsgrad aus und auf die Reibung und so. Und von SRAM gibt's wohl ein Patent mit einem wackeligen Kettenblatt vorne, also das sich bewegt quasi in die Richtung, also so dass, verstehst? Okay. Also ja, das was hinten das wandert die schwimmend. Kette. Ja. Schwimmend, besser als wackelig. Ja, allerdings ja, um dieses so wie bunt und farbig. Hm? Ja. Und quasi um dieses Schwimmen, aber in solchen Grenzen zu halten, das muss, damit es eben nicht wackelt, na, wenn du schnell trittst, dass da nicht dieses Ding da vorne rumwackelt und die Kette runterfliegt, gibt's da noch irgendwie Dämpfer drin und so. Also die machen schon auch was, ne? Okay, also ich find's spannend, und ich bin ja ich werde ja öfter gefragt, ich weiß nicht, wie bei dir ist es vielleicht sogar ein bisschen anders. Also ich werde öfter gefragt, oder Leute denken, weil ich ja so ein großer Fahrradfan bin, der das auch vielleicht zu oft erwähnt, denken die Leute immer, ich bastel gern an Fahrrädern. Okay. Aber das stimmt nicht. Das mache ich nicht gern. Ich auch nicht. Ich hasse es. Ich erinnere mich daran, dass ich das früher. Ich hasse hier an dieser Stelle, ich hasse Kettenschaltungen einstellen. Ja. Ja, kann man ja mal so sagen, ne? Also vielleicht, ich weiß gar nicht, das wie hat das mit der Teufel gesehen. wie komme ich da drauf? Weil die du ja wegen der Schaltung wegen der teilst dich mit, genau. Ja, genau, also wegen dieser Gearbox. Ich finde die gut, mir ist das recht. Vorne Kraft rein, hinten raus, dazwischen mir wurscht. Wolke, Magic, alles. Können Sie machen, wie Sie wollen. Leicht bitte und mit wenig Reibung, und es sollte ein bisschen leise sein auch, ne? Mhm. Dann ist es okay. Und vielleicht zu dem. Ja, also wie gesagt, ich bastel nicht gerne. Ich möchte, dass das Zeug fährt. Ich habe ja auch eine Luftpumpe, die elektrisch betrieben ist. Ich finde die super, weil ich einfach auf den Knopf drücken muss und da kommt Luft raus. Also so jede Vereinfachung, die es gibt, die nehme ich an. Ne? Ich habe ja selbst seit einigen Jahren ein Piniongetriebe im Einsatz, und ich hab einmal schon Öl gewechselt, aber sonst mache ich da nichts an dem Ding. Das ist toll. Rausziehen, nichts machen. Super. Ich habe ja doch noch ganz kurz. Ich liebäugel damit, mir ein vollgefedertes Mountainbike zu kaufen. Und ich auch. Und dann habe ich aber kürzlich so irgendwie Roundtable der Redakteure bei Pinkbike oder so gelesen, und dann hat einer erzählt, ja, er beschäftigt sich ja gern, also wenn das Ding, dann hat er irgendwie ein Fahrrad gehabt, irgendein Modell oder so, ja, wenn du dann die Federung richtig eingestellt hast, na, und da kann man ja viel machen, und dann sind die da ein bisschen ins Detail gegangen, und dann dachte ich, da habe ich aber auch keine Lust zu. Ich will nicht so viel. Also ich erinnere mich, dass ich einmal den Sag meiner Gabel eingestellt habe. Einmal, als ich das Rad gekauft habe. Und seitdem habe ich nichts mehr an dem Ding gemacht. Das ist wahrscheinlich komplett überholt mittlerweile. Vielleicht stimmt da schon gar nichts mehr an den Einstellungen. Müsste ich mal wieder nachgucken lassen. Aber das sind auch so Sachen. Also gerne mir abnehmen. Vielleicht mit Elektronik. Von Fox gibt es doch ein elektronisches Setup für Federung. Ja, das kann sein. Ja. Also so viel dazu. Mir fällt bei diesem Ding was du sagst, auch der Ghost Chain Ring ein oder so. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Nee. Gibt es immer mal wieder. Es gibt Leute,
die bei ihrer Schaltung, bei ihrer Kettenschaltung, zum Beispiel bei Crankworx oder sonst wie, quasi einen Ghost Ring einbauen, damit du, also ähnlich einem Free Coaster beim BMX-Rad, schaltest du quasi auf ein leeres Ritzel. Und dann dreht sich deine Kette nicht, dann dreht sich deine Kurbel nicht mit, wenn du rückwärts rollerst. Hast du schon mal gesehen? Also ich weiß, dass es sowas gibt, aber dass das so gelöst wird, das wusste ich nicht. Das heißt, du musst vor. Ja, wie willst du es machen? Da ist einfach ein Platz dazwischen. Der Umwerfer drückt es ja rüber. Ach so, das ist Ritzel. Also kein Ritzel. Kein Ritzel, also quasi oder leeres ohne Zähne oder wie auch ja, immer. Also die Kette schrabbelt dann auf dem Aluminium oder Stahl oder was auch immer. Genau. Einfach auf eine. Aha. Genau. Weil sehr egal. Also ich meine, Performance und Reibung ist jetzt bei so einem Crankworx, Freestyle, Dingsbums irrelevant. Ja, die haben ja auch so Federn an den Kurbeln, damit die sich nicht drehen. Na, also wieso haben die Federn, also die Dings, also Teller die oder irgendwelche Schleifer oder so Plastikschleifer. Bei den BMX-Rädern, die haben öfter mal mit dem Körner einen Schlag aufs Lager drauf gehauen, damit sie sich nicht so oft drehen. Kann also damit sie stehen bleiben, wenn du Tailwhips machst, dass die Kurbeln da sind, wo du sie haben willst. Ja, ja, richtig. Und da gibt es halt verschiedene Techniken. Ich kenne eben eine, dass man halt, natürlich könntest du auch das Kugellager ja festdrehen. Ne? Festdrehen, aber wenn das halt nicht geht, wenn es zu gut ist, dann haut man mit dem Hammer und Körner einmal drauf. Ja. Zack. Oder eben, und es dann gibt ist halt einfach im Arsch. Ja, es gibt so Plastikscheiben irgendwie, die halt einfach schraddeln, also die Reibung erzeugen. Aber macht ja nichts, fährst ja eh nur ein bisschen den Berg runter und so. Eben. Wie sind wir da drauf gekommen? Ja, weil ich zum Beispiel. Ach so, wegen. Also ich dachte, weil du solche Optionen natürlich auch in so einem Getriebe einbauen könntest, ne? Wenn das jemand braucht. Ein Leerlauf. Klar, oder natürlich dann für andere Anwendungen kannst du auch einen Rückwärtsgang einbauen. Ja, ne? Und bei der Gearbox, weil aktuell reden wir ja von einem Velomechanik, von einem mechanischen Rad, von einem Fahrrad. Ja, interessant, ne? Ja, dass sowas überhaupt Thema ist, aber können wir ja kurz mal zu Conti switchen rüber. Ne? Ja, stimmt. Die wollten das ja schon machen, ne? Oder ja, haben es gemacht, ja. Und wird auch noch weiter verkauft anscheinend. Mhm. Also Kalkoff habe ich gelesen, wollen weiter erstmal, weiß nicht, wie viel sie auf Halle haben oder auf Lade haben von den Motoren. Die halten ja gern mal irgendwie die Untoten am Leben, einfach aus praktischen Gründen. Also die haben ja auch ihre eigenen Motoren noch ein bisschen weiterlaufen lassen, obwohl sie da raus waren. Und ja, es geht nicht anders. Ne? Wie das dem Kunden zu vermitteln ist, weiß ich nicht. Das müssen die machen. Aber vielleicht wissen es noch nicht so viele. Continental hat seit Jahren mit Fallbrook beziehungsweise Novinci oder Enviolo, beziehungsweise die haben sich ja firmentechnisch aufgegliedert. Also die haben mit Fallbrook zusammen, das ist die Mutter von Novinci, Enviolo, dieses stufenlose Getriebe, das sehr viele, vor allem E-Bike-Fahrer in ihren Pedelecs haben, vor allem Radfahrer in ihren Pedelecs haben, weil es einfach super ist. Stufenloses Getriebe. In das du verliebt bist. Ja, ich bin verliebt in das Ding. Weil es so schön funktioniert. Ich muss ja auch nicht reparieren, wenn das kaputt ist. Ne? Aber weil es einfach ideal ist, meiner Meinung nach, für urbane Anforderungen und für jeden Menschen, weil man dreht nach vorne oder nach hinten und dann wird es schwerer und dann wird es leichter. Also man muss da, und diese ganze Stammtischsache mit 3-Gang, 8-Gang, 12-Gang, Größenvergleich, das fällt weg. Insofern ist das egal. Und dann hat zu meiner Begeisterung Conti vor ein paar Jahren angefangen, das in einen Motor mit rein zu integrieren, dieses Getriebe. Ich bin einmal damit gefahren, war beschissenes Wetter und ich hatte nicht viel Zeit und Raum und da hat sich's funktionsfähig angefühlt. Es ist wohl einigermaßen funktionsfähig jetzt, aber die Produktion macht Ärger, Geld wird nicht verdient und Conti ist ja ein Laden, der Geld verdienen will und
ja, anscheinend, beziehungsweise nicht nur anscheinend, sie haben jetzt eine Bremse gezogen. Sie hören auf damit. Continental ist offiziell aus der Motorenherstellung ausgestiegen. Und es gibt aber eben Firmen, unter anderem Derby Cycles mit ihrer Kalkoff-Produktpalette, die da mächtig mit investiert haben, also beziehungsweise bestellt und ihre Produktpalette daran ausgerichtet. Und die stehen jetzt natürlich da und müssen sehen, wie sie zurechtkommen. Da kann man nicht einfach einen anderen Motor reinschrauben, weil natürlich es auch hinten keine Getriebe mehr gibt in der Speck. Das fällt alles weg. Da bin ich mal gespannt. Ich finde es auf der einen Seite bedauerlich und auf der anderen Seite auch bedauerlich. Es gab ja, also, was den oder die Motoren noch ausgezeichnet hat, war ja eine zweite Tatsache, und zwar, dass sie mit 48 Volt betrieben wurden. Was bedeutet denn das? Das habe ich nie, erklär mal kurz, was ist das, super? Und warum macht man das und wofür ist das gut? Und weil die anderen Motoren, wie viel Volt haben die? 36. Ja, ne? Sie haben, also es gibt auch einen 36-Volt-Motor anscheinend von Conti, aber ihr Flagship war quasi der 48 Volt mit dem Automatik drin, ne? Also die hatten einen 48 Volt Standardmotor und dann einen 48 Volt mit der Automatik. Mhm. Und die 48 Volt, ich bin ja und werde es wahrscheinlich auch nie echter Elektronik und Elektro-Experte, also rein von meinem Verständnis, aber mit 48 Volt hat man wohl einfach die Möglichkeit, mehr Energie zu ziehen. Also der Motor kann dadurch mehr Power ziehen, weil der hat zwar seine 250 Watt Nennleistung, aber er hat ja auch so Peak-Leistungen, die er ziehen kann. Und da kann wohl 48 Volt mehr einfach. Aha. Kombiniert. Man muss dann ein bisschen gucken, man muss das Zell, also die nicht die Zelle selbst, sondern eben um das funktionsfähig zu kriegen, auf die 48 Volt zu kommen, braucht man ja entsprechende Zellen, die man dementsprechend anordnen kann. Und wenn man das ordentlich macht, dann ist das gut und funktioniert sehr gut. Eigentlich ist es seit ein paar Jahren schon so, dass es heißt, 48 Volt ist die Zukunft. Mittlerweile machen immer noch alle 36 Volt. Also jetzt auch mit den großen Zellen, die jetzt kommen und die einige schon verwenden, also die nicht die 18650 Zellen, diese klassischen Tesla-Zellen, sondern was haben die jetzt, 21700 oder. Aber die verwendet also ja Tesla auch jetzt mittlerweile. Jetzt auch, ja, ja. Ja, also. Die sind ein bisschen größer, die passen nicht mehr in den Vapor rein, ne? Bitte? In welchen? In die Dampfergeräte. Ach so. Oh Gott. Ich war in einem Fahrradladen und dann hat mir stolz der Mechaniker hinter der Theke gezeigt, hier in den Akkus da von Bosch, ne, da sind die gleichen Dinger drin wie hier in meinem Vapor und hat so eine grüne. Darauf einen Erdbeerduft. So eine grüne Zelle rausgezogen. Ja. Grün, das ist Samsung oder so. Ja, egal. Ja, ich finde es ein bisschen schade mit Conti und. Man will auch gar nicht wissen, was sie da alles investiert haben und so, weil das will niemand wissen, aber vielleicht macht es ja Schaeffler oder ZF, nachdem ja ZF mit Sachs und allem drum und dran auch versucht, sich da eine Credibility aufzubauen. Die ZF hat ja BFO komplett übernommen und da gehört ja jetzt also die Sachs Motoren und Sachs Getriebe und diese ganze Micromobility-Sache. Das versucht ja ZF jetzt anzuschieben. Bringen die nicht? Vielleicht ist das Conti zu klein.
weiß ich nicht. Ja, Geschäft. Also 100 Mitarbeiter waren in dem Bereich beschäftigt bei Conti, lese ich da. Ich habe ja auch das verlinkt bei bikeeu.com. 100 Mitarbeiter, die aber wohl in, Conti ist ja groß, also ich weiß auch nicht genau, welcher Standort das dann war. Aber die waren die, ja in, bei Frankfurt hatten die was und die sind ja aus einer anderen Initiative raus entstanden und dann wurde irgendwie so ein ehemalig externes irgendwie integriert und wie auch immer, keine Ahnung, wie sowas halt da ist manchmal. Ne? Und also die machen, die Leute, die werden halt dann in Zukunft was anderes machen dann, ne, bei Conti. Ja. Oder machen mir jetzt keine Gedanken drum, also du kannst ja nicht. Nee, und 100 Leute, weiß nicht, ist das viel? Schon. Also für jetzt im Vergleich zu Bosch nicht. Ja, Bosch ne? Schon. Also, wobei ich nicht weiß, wie viel bei Bosch ja, an den Motoren arbeiten. Aber 100 ist, ich weiß es auch nicht genau jetzt, aber 100 ist schon zumindest eine ernstzunehmende Menge. Mhm. Und die machen ja, und diese 100 sind ja auch nicht ganz allein normalerweise. Also ist auch ein Bosch oder sonst wie, die haben ja auch noch Externe, die für sie, wenn es drauf ankommt, wenn ein neues Produkt gemacht wird, sie da unterstützen. Also ja, klar. Noch was macht dicht, beziehungsweise wird aus Erfolgsgründen geschlossen, nämlich die Adidas Speed Factories. Wieso aus Erfolgsgründen? Also in den Adidas Speed Factories werden ja Schuhe gefertigt. Ne? Ja. Also Mass Customization. Du kannst sagen, ich möchte einen Schuh haben, der ist grün mit roten Streifen oder so. Ne? Und dann soll noch mein Name draufstehen. Und die werden dann in quasi einer automatisierten Fabrik, also die werden gedruckt, glaube ich, die zumindest teilweise, also es gibt die Technik, hat Adidas zusammen mit einem Partner, da kannst du gleich noch was zu sagen, länger entwickelt und die werden quasi unter größtmöglichem Ausschluss von menschlichen Arbeitskräften automatisiert produziert. So dass es eben möglich ist, deinen individuellen Schuh herzustellen. Ja, ja. So, und das kommt wohl gut an. Und deswegen, wenn ich das richtig verstanden habe, und das Schöne war, also weil eben da wenig menschliche Arbeitskraft mit verbunden war, war so eine Idee ursprünglich, hey, dann könnte man das ja quasi vor Ort machen. Ne? Also wenn in Deutschland eine kleine Speed Factory aufbauen und alle Leute, die aus Deutschland bestellen, für die wird es dann da produziert und für die Leute, die in den USA oder in Asien, die kriegen dann alle ihre Speed Factories. Das war so die Idee mal oder eine Idee. Es gab eine zweite, genau in Atlanta, die wird auch zugemacht. Ja. Und das Ganze hier. Weil vielleicht noch kurz dazu. Und das wird jetzt, das System wird es weitergeben, aber es wird ausschließlich in Asien, ich weiß nicht wo, dann in einer großen Fabrik produziert. Weil das logistisch und von der Herstellung her trotzdem noch billiger ist. Und darauf kommt es halt an. Ja. Also, und da ist der Traum dieser, es gibt ja was so durch den Druck, 3D-Druck und so gab es ja viele Ideen, ach, da könnten wir lokal produzieren und müssen nicht alles durch die Welt schiffen, aber du kannst da vielleicht auch noch, ich weiß gar nicht, ob du was zu sagen, du kennst dich ja ein bisschen mit 3D-Druck aus und weißt, wie das funktioniert, auch von den Preisen her, es lohnt sich trotzdem in China produzieren zu lassen, weil es trotzdem viel billiger ist. Trotzdem es verschickt werden muss und das ist die Logistikkosten mit Flugzeugen, die sind einfach, ja, wenn man das wirklich steuern wollte, dann müsste das deutlich teurer werden, wie bei den Touristenflügen auch. Also wenn das echtes Geld kosten würde, aber so kann man
Jetzt auch bei einem Paar Schuhe, weil die, wenn die jetzt irgendwo hinter Shenzhen oder so produziert werden, keine Ahnung, wo die Fabriken da sitzen oder Asien oder Vietnam oder wo das Zeug sitzt, dann packst du diese Kiste, diese Schuhkarton für, wenn der Hans jetzt sich Schuhe bestellt hat, und dann wird es dort in ein Flugzeug gepackt und dann kostet es ein paar Euro. Das kostet nicht viel mehr, als wenn du es jetzt aus Frankreich oder aus Belgien oder aus Ansbach, wo die Speed Factory steht, eben verschickt wird. Und das ist das Problem und das macht es schwierig zu sagen, okay, wir ändern die Supply Chain und holen uns das hierher, weil das dann immer noch Flugzeuge ist. Mhm. Also, ich habe neulich einen Bericht über Ultra-Fast Fashion gelesen und die produzieren tatsächlich nicht mehr in Asien, sondern in England oder in der Türkei oder Italien, damit sie schneller sind. Aha. Weil ihnen aber dann auch tatsächlich wegen der Menge die Transportkosten und einfach die Zeit schneller fehlt. Was ist das dann? Also H&M, Primark und sowas? Nee, das ist wohl noch schneller als H&M, weil die reagieren quasi wöchentlich auf Insta-Trends. Aha. Ringelpulli mit Vögeln. Wie heißt das? Heißt das Ultra-Fast oder das was ist das? Ultra-Fast Fashion, ja. Also das ist eine Marke, da oder was? Nein, das ist die Fast Fashion ist ja H&M. Ja. Und Zara und dieses Ganze, also die, was weiß ich, 4 Kollektionen im Jahr haben oder keine Ahnung, und die oder 12 und wo immer durchgewechselt wird und die sind halt noch schneller. Ach, ASOS. Ja, ich habe, als ich das hier gelesen habe, dann fiel mir auch die Marken an. Ich kenne die nicht, weil ich kaufe die nicht, weil ich bin ja so der Fair-Fashion-Typ. Und aber das ist schon nicht uninteressant. Anscheinend an der Stelle lohnt sich's. Natürlich ist es menschenverachtend und materialverschleudernd, aber der Markt ist einfach so ulkig. Ja, ASOS habe ich schon mal gehört. Ist, glaube ich, bei den Kindern schon über die Bildschirme gehuscht. Beziehungsweise tatsächlich, das kommt, ASOS kommt ja aus England, ne? Da wurde schon bestellt und zwar auch so, die machen Sportsachen auch. Also so, ich glaube, das waren, ich hab irgendwie das im Zusammenhang auch, wahrscheinlich machen sie alles irgendwie so mit Sportklamotten. Mhm. Gut, ich meine, diese Ultra-Fast-Fashion oder sowas und das dann irgendwie in kleineren mit 3D-Druck und Fast-Print und sowas, was natürlich der Vorteil ist, dass man ein bisschen enger planen kann. Also, weil wenn du jetzt einen gewissen Vorlauf hast und du hast irgendwie 30.000 T-Shirts und in den und den Größen und wenn du halt weniger Stückzahlen, dafür schneller, Max, dann fällt nicht ganz so viel Müll an, aber da will man gar nicht drüber nachdenken. Aber der Öxler, der die Speed Factories macht, der treibt sich ja auf vielen Gebieten rum in Ansbach. Und was ihre eigene Drive Unit macht, kann ich nicht sagen. Die gibt's immer noch. Die haben einen Motor mit integrierten, also einen Pedelec-Antrieb mit integrierten Dreiganggetriebe. Keine Ahnung, wie weit der fortgeschritten ist mittlerweile. Was sie aber auch machen, ist, sie arbeiten, müssten wir auch verlinkt haben oder in einer früheren Sendung mal drüber gesprochen haben, mit einem amerikanischen Hersteller, Technologiehersteller Arevo A Revolution zusammen, die aus einer Endlosfaser Fahrradrahmen, Komponenten und so drucken. Und das bringen die wohl ähnlich wie solche Speed Factories oder wie heißen sie denn? Local Motors zum Beispiel. Genau, also ja, an die habe ich auch gedacht. Dass du lokal produzierst und da, wo es benötigt wird und nur die Rohstoffe dahin bringst, also irgendwelche Plastikschnipsel oder Fasern oder sonst wie und dann dort vor Ort.
druckst. Oder meinetwegen auch Metallpulver, wenn du das Ganze aus Metall drucken möchtest. Ich habe irgendwann mal, es gab ja, als so diese Maker-Szene aufkam und die 3D-Drucker, da gab es ja so den Rap-Rap, glaube ich. Mhm. Das gibt es ja immer noch. Und die Idee, dass quasi der 3D-Drucker selbst wieder 3D-Drucker druckt und sich selbst repliziert. Naja, klar. Und dass du kein Produkt, fertiges Produkt mehr verkaufst, sondern quasi einen Bauplan, eine Lizenz, du lädst quasi, gibt's sowas in einem anderen Business? Also du lädst quasi ein Schnittmuster und druckst dir dann zu Hause dein Rad. Coca-Cola-Apfelanlagen vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Ah, ja. Also sowas überhaupt, so Getränke, die haben ja entweder ihren Sirup oder ein Rezept und dann machen die das überall auf der Welt. Also die bestellen ja nicht die Limo aus USA, ne? Stimmt. Weiß ich nicht, aber das ist okay. Also jedenfalls, das waren also Ideen, die es da gab und die möglicherweise auch irgendwann mal umgesetzt werden, ne? Und die haben einen ziemlich auffälligen Rahmen. Die haben ein ziemlich auffälliges Rad gemacht, ne? Die so quasi zum Angeben, zum Vorstellen mit. Ah, das produziert, wird wohl produziert angeblich, Naja, aber es ist trotzdem ja, quasi ja, das für Early Adopter und so. Ne? Ja, gebe ich dir recht. Machen wir mal weiter, nämlich. Also eine Shimano haben wir abgefrühstückt. Shimano, das ganze Ding Conti begraben, haben wir auch gemacht. Bei den Untoten, nur für Special Interest, viele kennen ja die Firma GT, die seit einigen Jahren, ich glaube Anfang der 90er, zu GT, zum Doral-Konzern gehört, wo auch Cannondale und Schwinn dazugehören. GT wurde von Gary Turner, deswegen auch GT, das gegründet. Ist, Thomas, das ist Cycling Sports irgendwas, also die so, Abteilung hat nochmal einen extra Sports Namen, Group, CSG, Cycling Sports Group, genau. Ja, die haben Mongoose, Diamondback, GT, Schwinn, weiß nicht, ob noch was dazu gehört. Und in der Dore Group selbst, da sind dann so Sachen wie Maxi Cosi und ich weiß nicht, was noch für Produkte. Also alles Richtung Mobilität ein bisschen, aber unterschiedlich auch. Anyway, also GT von Gary Turner gegründet und mit seinem Partner Rich Long hieß der, haben die das aus Bedarfsgründen, weil es keine ordentlichen BMX-Räder gibt, eben Anfang der 70er oder so gegründet, den Laden, und waren sehr erfolgreich, wurden auch immer erfolgreicher. Rich Long hat den Laden gut geführt und Gary Turner hat immer Sachen entwickelt, bis dann Rich Long gestorben ist, bei einem Autounfall, glaube ich, oder so. Und dann ging das finanziell den Bach runter, weil das konnte der Gary Turner nicht. Und dann hat das Schwinn übernommen, aber dann wurde Schwinn irgendwann auch von der Doral Group übernommen, weil die dann insolvent waren. Und jetzt zum Jubiläum hat Gary Turner... Noch ganz kurz, zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn Mountainbikes angefangen? Also gehörten Sie da schon zu Schwinn? Weil die Mountainbikes, du hast ja von BMX-Rädern nur gesprochen, aber die haben ja hervorragende Mountainbikes und Ikonen des Mountainbikesports, den Saska, dieses Triple Triangle Design, so mit den, kommen ja jetzt, alle Rennräder haben ja quasi Kettenstreben, oder Sitzstreben, die unten am Rahmen festgemacht sind. Jetzt ohne, dass man das in Beziehung bringen muss, weil das war, glaube ich, nur Optik. Aber Triple Triangle ist nicht nur Optik, das ist auch stabiler. Okay, ja. Also jedenfalls, die waren ja, als der Mountainbike-Sport, also quasi in der ersten Welle, in den Ende der 1980er, Anfang 1990, da ging es dann schon bergab, da waren die mega, ja. Und da hatten die halt Aluminiumrahmen, das gab es ja damals auch noch nicht so oft. Ja, und die waren dann bunt anodisiert und so. Also und der Saska, kann jeder mal googeln, Klassiker, ne?
Und dann ging es aber langsam bergab. Also da waren sie, ne? da waren sie aber noch unter, also im Privat- oder zumindest im Schwinnbesitz. Hm. Also ich habe es jetzt nicht so ganz im Kopf, aber wenn ich so mir den Zeitstrahl da angucke, also die sind ja dann abgetaucht, eben finanziell und auch produktmäßig war GT ein lahmer Haufen dann und ist es immer noch ein bisschen. Also die haben sich nicht richtig gefangen, habe ich den Eindruck zumindest. Und aber zum Jubiläum, ich glaube zum 50. Jubiläum von der BMX-Räder oder so, haben sie jetzt den Gary Turner und GT haben zusammen Fahrräder gebaut. In USA hergestellt, kannst kaufen, kostet irgendwie $890 der Rahmen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also der Sohn von Gary Turner, der arbeitet da auch mit. Mhm. Und die machen ja auch, Gary Turner hat ja auch seine eigene Firma weiterhin, die heißt dann Gary Turner und nicht mehr GT. Das ist ganz witzig. Insofern, ja, also gibt es nicht nur, gibt es auch Untote. Okay. Also positiv untot. Positiv. Ich find es positiv, ja. und schön. Ja. So, wo wollen wir denn weitermachen? Noch, viel, wo wir gerade beim Business sind, ne? Und bei großen Firmen, die unter einem Dach verschiedene Marken und Hersteller vereinen, dann gibt es noch eine holländische, also niederländische Gruppe. Ach so, ja, warte mal. Bom, 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 bom. Der hat schon auch eingeschlagen, ne? Zumindest in meiner Blase. Ja, die Cargo Bike Enthusiasten und Enthusiastinnen unter euch kennen wahrscheinlich alle die Urban Arrows, ne? Ich kenne einen, ich weiß nicht, ob er uns hört, der Hallo. Der Jan, der hört das, der hat ein bisschen Ärger damit, andere vielleicht auch, weil halt Urban Arrow, so wie aber andere Hersteller auch, ach so, Urban Arrow, genau, mach das mal vorweg, also PON, Urban Arrow wurde von PON übernommen und PON.bike ist die nette Webadresse, die haben verschiedene Marken unter ihrem Dach. Also das ist die PON Group, da komme ich noch dazu, aber in der Mobilitätsfahrrad-Ecke, da gehören dazu Marken wie Gazelle, Cervelo, Santa Cruz, in Holland auch Union und dann Derby Cycle in Deutschland, also mit Kalkoff, Focus, und dann haben sie eine Lizenz für den Namen Rally in Europa, der ja in den USA irgendwie, die sehen da ganz anders aus. Und dann gibt's noch Univega. Das sind so die ich jetzt kenne oder die ich auf der Website gefunden habe. Ja, es gibt noch mehr. Aber das sind dann Sachen, die natürlich, wir waren ja vorher bei global, lokal, also es gibt auch so kleinere holländische Firmen zum Beispiel, die bei uns keine Sau kennen. Genau, die habe ich jetzt weggelassen. Ja. Union kennt man vielleicht in Deutschland gerade. Ja, es gibt noch Kinderräder und so, die auch irgendwie heißen. Aber so, und das sind für lokale Märkte. Mhm. Ja. Und also Urban Arrow, seit wann gibt es denn die? Das ist doch eine Diplomarbeit gewesen mal an der Delfter, war das Delft oder Utrecht? Irgendein Design. Alles Delft. Ich glaube, technisches Design. Und jetzt gerade gab es nämlich irgendwie ein Jubiläum von dieser Abteilung in Delft, glaube ich. Und da haben sie auch das Urban Arrow ausgestellt. Und da hat sich der Entwickler, also der Entwickler und Gründer hat sich gefreut, dass er da aufgetaucht ist und auch zu Recht. Also es ist ja ein dieses Urban Arrow hat ja schon, es war eines der ersten gut aussehenden Lastenräder vielleicht, oder? Ja. Und also die Diplomarbeit oder das, also der hatte ja, der Designer zumindest, der dann da mitgemacht hat, der hat ja für Cannondale mal so ein richtig, wunderschönes das war, Rad. Genau, das war mit Cannondale zusammen quasi die Diplomarbeit, oder? War für Cannondale, oder? Ja, aber das war kein Lastenrad, das war ein Damenrad. Stimmt.
Und wie hieß denn das? Amsterdam oder weiß ich gar nicht genau. Kann man vielleicht mal gucken. Vielleicht hieß es auch Delft. Nee. Aber es war sehr schön, aber er hat eine ähnliche Formsprache wie das, genau, wie das Urban Arrow. Also der, und das Urban Arrow war aber konsequent, glaube ich, schon immer mit Motor, oder? Ja. Und ja, die sind übernommen worden. Und es ist wohl auch so, oder ich denke, dass es, wenn sie es richtig machen, dass es für Urban Arrow gut ist, weil sie ein bisschen vom, ja, von der Resonanz überrollt werden. Also die produktionstechnisch haben die wohl noch ein bisschen Nachholbedarf, sodass die einfach mit den Stückzahlen nicht klarkommen, was sie machen. Und die Stückzahlen machen ist ja das eine, aber vorfinanzieren zum Beispiel das andere. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, wow, Urban Arrow läuft wie verrückt und jetzt machen wir es mal statt den 10.000, machen wir 100.000. Ja, so leicht. Das kann vielleicht jemand tatsächlich verkaufen, aber es muss auch alles vorfinanziert sein. Und das ist was, was selbst Urban Arrow möglicherweise nicht hinkriegt. Ich sehe gerade, dass wir schon relativ viel Zeit verwendet haben mit durchaus wichtigen Sachen. Dann sollten wir vielleicht da noch ein bisschen kurz machen. Ich wollte allerdings zum Thema PON noch was erwähnen, was durchaus vielleicht ein Fun Fact ist, dass PON sich ja in der Transportszene schon ganz gut auskennt. Nämlich der Legende nach, oder es war so, es existieren Zeichnungen von Ben PON Senior, Also PON war das erste Unternehmen, das VW nach dem Zweiten Weltkrieg in andere Länder importiert hat, also in dem Fall in die Niederlande. Habe ich in der Wikipedia gelesen, also ich weiß, dass... Den Käfer damals, das war ja das einzige. Ja, richtig, also richtig. Der ehemalige Kraft durch Freudewagen, dann eben... VW 1300. Oder genau. Und also PON ist immer noch sehr groß im Importgeschäft von Fahrzeugen. Also sie macht zum Beispiel Bentley und alles Mögliche haben die. Und VW natürlich auch immer noch in Holland und ich weiß nicht, ob in anderen Ländern auch, Benelux vielleicht, sind die, glaube ich, der größte Importeur. So wie Porsche in Österreich. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Gut, also jedenfalls, das ist Teil ihres Geschäfts und die haben noch mehr Geschäftsfelder. Jedenfalls interessant da ist, dass der VW Transporter, also der Bulli, der geht auf eine Idee des PON-Chefs zurück. Der war nämlich in Wolfsburg im Werk und wurde da rumgeführt, hat sich umgeguckt und dann hat er gesehen, dass dort... dass die zum internen Gebrauch haben die irgendwie VW Käfer genommen und irgendwie so Paletten drauf geschraubt und sind mit denen quasi haben die als Transporter umgebaut und sind mit denen rumgefahren und dann hat er gesagt, boah, sowas möchte er für draußen haben. Und dann hat er in seinem Notizblock, das Bild kann man glaube ich in der Wikipedia sehen, hat er so eine Skizze gemacht, wie das Ding aussehen sollte. Und dann haben die bei VW, haben dann den Transporter gebaut, aka VW. Wie hieß denn der erste? Hieß der Transporter? Der hieß, glaube ich, Transporter, ja. Ja, glaub schon. Ja, wurde noch ein bisschen, da wurde noch ein bisschen am. Ja, und jetzt haben wir Vanlife, ne? Also, ich meine, du hast doch ein Bild gepostet. Ein VW-Bus hinterm anderen. War das in deiner Straße? Ach so, ja, genau. Okay, also der. Da schlägt, naja, und ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich so ein bisschen rumrecherchiert habe, wie viel Transporträder verkauft werden. Das ist ja Wahnsinn. Also E-Cargo-Bikes, ne? Das ist die Boomen. Und wenn man einen Laden gibt, ich glaube, ja, und das ist dann auch ein Problem, man kriegt keins, ne, das man haben möchte. Ja, klar. Und es ist ja so, dass die Fahrradläden infrastrukturell nicht unbedingt auf Lastenräder ausgerichtet sind, ja, weil die sind oft klein
Und wenn sie groß sind oder ganz groß sind, dann steht alles voll mit Rädern. Das ist, und so ein Lastenrad braucht natürlich Platz. Mhm. Okay. So. Aber ja, also. Dann gehen wir mal weiter, nämlich zu einer. Das passt auch ganz gut, weil der Hauptkonkurrent, die Excel-Gruppe, die hat ja Babu gekauft vor einer Weile. Ach, das wusste ich gar nicht. Nee. Heißen die heißen schon Babu, ne? Ja, das sind diese Billigdinger. Die wurden ja aus. Das sind die ehemals Billigdinger, die jetzt ein bisschen upmarket gehen, aber immer noch. Die sind immer noch billig, ne? Ja. Aha, das wusste ich gar nicht. Doch, weil die hatten erst irgendwie, die waren ja mit Protanium oder sowas irgendwie zusammen, aber das ist alles jetzt in der Excel-Gruppe. Mhm. Okay. Bei den Text. Yes, weil nämlich wir wollen heute, wie viel Zeit haben wir schon? Nicht, wir sind schon über unser selbstgestelltes Ziel hinaus. Dann erwähnen wir das gar nicht, dann ist es nicht so schlimm. Nee. Gut. Okay, und ich mache ja auch Kapitelmarken rein. Kleinen Moment. Dann mit dem entsprechenden, Podcast-App könnt ihr da hin und her springen oder weiter. Ja, Aber wo wir gerade bei E-Bikes dann doch wieder sind, ist Tübingen eigentlich bei dir in der Nähe? Ja. Na, näher als bei mir. Also der Palmer, der. Das sind 40 Kilometer ungefähr oder so. 50. Also. Dort ist ja immer noch, wie heißt er mit Vornamen? Boris. Also Boris Palmer ist ja neben seiner Tätigkeit als Populist bei Twitter oder und Buchautor, ist er ja immer noch Bürgermeister in Tübingen. Mhm. Und er ist, fährt persönlich mit einem schnellen Pedelec, also mit einem S-Pedelec. Und da hat er schon lang gemotzt und gemeckert, dass die S-Pedelecs nicht auf Radwegen fahren dürfen. Na, hast du ja vielleicht schon länger mitbekommen. Ja. So, sind in Tübingen die ersten Radwege für S-Pedelecs freigegeben worden, weil Städte das wohl über irgendeine Regelung machen dürfen. Ein Problem ist damit noch nicht gelöst, weil da sind dann wieder die Städte nicht dafür zuständig, nämlich außerorts darfst du ja theoretisch immer noch nicht mit dem S-Pedelec darfst du auch nicht auf einem Radweg fahren. Mhm. Und da wäre es ja am besten, weil da ist ja am gefährlichsten. Fahren wir auf so einer Landstraße, ne? Die Autos fahren 100, weil sie dürfen. Oder mindestens. Und dann brettern die an dir vorbei. Und nebenan ist ein schöner Radweg. Ist ja nett, dass der Bund sowas macht. Begleitend zur Bundesstraße. Aber da darfst du offiziell nicht mit dem S-Pedelec fahren. Und jedenfalls in Tübingen haben die jetzt die ersten Straßen freigegeben. Das sind dann zum Beispiel irgendwie unter einer Brücke durch oder so, wo es halt eng wird. Und da haben die quasi die Möglichkeiten, die es gibt für Städte, ausgenutzt und haben die freigegeben. Und ich finde das gut, beziehungsweise das zeigt, wo auch die Probleme mit dem Verkehr liegen, und konkret habe ich das selbst erlebt gestern. Ich wollte zu Bauhaus fahren, zum Baumarkt, der ist hier in Köln auf der anderen Rheinseite, und normalerweise fahre ich da mit dem Rad hin. Allerdings mit dem Rad ist es so, da muss man irgendwie einen kleinen Umweg fahren mit meinem Dreirad, weil ich könnte entweder über eine Rheinbrücke gehen, da geht aber eine Treppe hoch, da kriege ich das Dreirad nicht hoch. Oder ich fahre ein Stück außen rum und dann bin ich aber auf einer anderen Seite der Brücke und da sind so viele Fußgänger, das ist auch blöd. Aber meistens mache ich das, und da war es aber so, es war irgendwie nachmittags und ich wollte da recht schnell hin, und ich gebe es zu, ich wollte nicht schwitzen, und dann habe ich gedacht, boah, dann nehme ich so einen Roller. Also in Köln gibt es seit einer Weile Ringo, heißen die. Mhm. Das sind, nennen wir sie Aufsitzroller. Also quasi klassische Roller mit Elektromotor.
die fahren 45 Stundenkilometer, halt brauchst du einen Führerschein dazu und so. Letztlich ähnlich quasi wie die Klasse, wo ein S-Pedelec drin ist, ne? Du musst auf der Straße fahren und sowas, darfst aber nicht auf die Autobahn, lauter solche Sachen. Und dann bin ich aber in einige Probleme gekommen. Das erste Problem war, ich durfte nicht parken bei Bauhaus, weil Bauhaus außerhalb des Bereichs, des Versorgungsbereichs dieses Anbieters lag. Und der Roller, ja. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich also ein Stück vorher parken und dann hinlaufen, lohnt sich ja nicht. Und dann habe ich mir noch überlegt, okay, scheiße, ich darf ja dann meine Strecken, die ich sonst so fahre, gar nicht fahren, ne? Ich kann nicht gegen die Einbahnrichtung fahren. Ich kann nicht auf irgendwelchen kleinen Sträßchen fahren. Überall darf ich nicht hin mit diesem Ding. Und dann habe ich mir bei Maps oder auf den Apple-Karten habe ich mir dann mal eine Strecke zeigen lassen, wo ich dann überhaupt fahren kann. Ich habe dann Autobahnen ausgeschlossen, wo ich fahren kann mit dem Roller. Und es war echt weit und nicht schön und so, ne? Und deshalb, und das ist schade, also, ich bin dann letztendlich, mit einem Tier E-Scooter gefahren. Ich war in, glaube ich, einer Viertelstunde oder so, war ich dort, konnte überall entlang fahren, war gar nicht so schlimm. Also die Geschwindigkeit 20 km/h geht in Ordnung und ganz im Ernst, also mit den Dingern, ich muss man auch nicht schneller fahren, weil sie halt echt kittelig sind. Und ich hatte eine Tasche umhängen, in der war was drin, was ich irgendwie so ein Sack, den ich da gekauft habe und zurückgeben wollte. Also es wäre schon bequemer gewesen im Sitzen auf einem Roller, den zwischen den Beinen, aber das ging so auch. Und es gibt ja schon seit längerem, also und ich kann es deshalb verstehen, dass Leute, die ein S-Pedelec haben, einfach ihr Nummernschild in der Tasche dabei haben zum Beispiel, ne? Oder ihre E-Bikes frisieren, weil 25 ist einfach, also der E-Scooter 20 war okay, bisschen schneller wäre auch auf der Geraden schlecht gewesen, aber so ein E-Bike, also ein Pedelec mit 25 ist halt oft echt zu langsam, ne? Ja. Und es gibt ja schon länger Bestrebungen, der ZIV ist da auch dabei, und in die Geschwindigkeit für Pedelecs hochzusetzen auf 32. Was ja gleichzeitig. Das ist irgendwie die 20 Meilen. Genau, das sind 20 Meilen. Gut, was jetzt nicht so schlimm, also sagt man, ja, das ist gleichmäßig und dann ist überall gleich, das ist jetzt auch nicht so, wäre jetzt nicht so ein großer Faktor, weil das kann man über Software alles einstellen. Aber trotzdem, also das ist eine schönere Geschwindigkeit und du bist dann auch in der Zone, wo 30 Stundenkilometer ist, bist du gleich schnell. Du bist nicht ganz so weit entfernt, also du bist immer noch nicht so weit entfernt von den normalen Radfahrern, na, auf dem Radweg. Ja. Und man kann ja auch durchaus, in der Schweiz wird das auch so gehandhabt, dass du mit S-Pedelecs auf Radwege darfst, aber dort langsam fahren musst. Und laut Untersuchungen oder Befragungen oder auch Erkenntnissen fahren die meisten Leute mit ihren S-Pedelecs eh nicht 45, sondern die fahren irgendwie knapp über 30 oder so. Aber das halt stetig. Weiß nicht, ob du da Erfahrungen kennst. Kann ich aus eigener Erfahrung leider nichts sagen. Ich weiß nur, dass 45 auf einem S-Pedelec schon manchmal so richtig schnell ist. Ja, und das sind ja gerade auf solchen Wegen. Also du bist teilweise einfach zu schnell. Ja, und das sind ja auch so Wahrnehmungs, also deine auch, also das ist, naja, man weiß es ja, also du nimmst halt Sachen nicht so wahr. Und es ist ja teilweise auch, also Michael Coville Anderson zum Beispiel propagiert ja Tempo 16 oder sowas in der Art, womit er auch teilweise recht hat, weil du halt mehr mitbekommst, wenn du nicht so schnell bist. Und deshalb bin ich durchaus, also wäre es so mittelschnelle E-Bikes, ich weiß nicht, wo diese 25 km/h ursprünglich mal hergekommen sind, aber und die dann überall fahren zu lassen. Also das ist halt wichtig, dass du
dass du quasi so einen langsamen Verkehr bis mittellangsamen Verkehr, sagen wir mal, relativ ungeregelt fließen lassen kannst. Weil wenn du immer erstens ein Navi brauchst, um wohin zu fahren, oder in Konflikt mit echten Schnellfahrern kommst, das ist halt gefährlich, ne? Und macht keinen Spaß. Und wenn es dir nur darum geht, wohin zu kommen, einigermaßen bequem, dann reicht ja möglicherweise die geringere Geschwindigkeit dafür einen direkteren Weg fahren zu können oder einen schöneren Weg auch, ne? Ja, so viel dazu. Ich bin dann letztendlich nicht mit diesem Aufsitzroller gefahren, obwohl ich so gern mal, ich suche quasi ständig nach Gründen, so ein Ding zu benutzen, aber ich finde keinen, weil es das nicht bringt. Obwohl die Dinger wohl doch populärer werden wohl, also muss man mal sehen. Jedenfalls, ich bin dann mit dem E-Scooter dahin gerollt und an dieser Stelle nochmal danke Bauhaus, dass ihr einfach Sachen so problemlos umtauscht. Schön. jawohl. Dann haben wir das Thema. Das war unsere Business-Kategorie, ne? Wir waren jetzt das war jetzt die Politik-Kategorie, ne? Ich glaube, mit dem Business und den ganzen Themen, die wir noch haben. Die Business haben wir ja schon abgeschlossen. Das war ja PON und sowas, ne? Ja, genau. Nee, ich hätte noch bis, aber ja. Den machen wir beim nächsten Mal. Ja. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die auch interessant bleiben. Aber vielleicht. Wo wir auch tatsächlich dann eben ja die Zeit brauchen. Es hilft ja nichts. Ja. Ich habe noch einen Terminhinweis, also wo schon aufs Ende zugeht. Und zwar kannst du mit der Eurobike zurück ins Jahr 2000 reisen. Du musst nur zu eurobike.com irgendwas Adventskalender gehen. Die Eurobike startet einen Adventskalender in diesem Internet. Erinnerst du dich früher, als man noch aktiv zu Websites hingegangen ist? Da hat man eingegeben, einen Namen oder so, und ist dahin. Und dann wollten die, dass Leute öfter kommen und haben dann irgendwie so Aktionen gemacht. Und sehr beliebt war immer vor Weihnachten der Adventskalender. Jeden Tag hin und ein Türchen aufmachen. Oh, das habe ich vergessen. Ja, gab's aber, ne? Jetzt erinnerst dich wieder, oder? Nicht so wirklich. Ich versuch's mal. Also ich habe selbst sowas auch gemacht mal, deshalb, weil ich ja in der ersten Dotcom-Blase voll integriert war, inklusive Entlassung, als sie geplatzt ist. Und da gab's das, und die waren mit, pass auf, Flash gemacht meistens, ja, ne? Weil es sollte sich ja was bewegen und Sound soll es geben. Und ja, die Eurobike.com gehst halt jetzt hin und da gibt es den Adventskalender. Ho, 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 Kalenderzauber für Bike-Fans. Und ja, dann musst du einen Termin setzen für jeden Tag, dass du ein Türchen da aufmachst. Du kannst auch den Social-Media-Kanälen folgen. Gut, mache ich sowieso. Dann bin ich mal gespannt, was es da gibt, weil anscheinend, also da soll es was hochwertige Bike-Geschenke von naheliegend bis überraschend, von filigran bis robust, vom Kinder- bis zum Erwachsenenrad. Boah, ganze Räder gibt's. Also, nicht schlecht. Da bleiben wir dran. Ja. Okay, also wie gesagt, dann achtet mal drauf, was die Eurobike jetzt im dieses Jahr startet der Advent. Der erste Advent ist dieses Jahr am 1. Dezember übrigens. Also ist ja einfach zu merken, ne? So, dann könnt ihr da mitmachen. Sollen wir noch die Picks kurz machen, Thomas? Ja, ganz kurz noch. Okay, willst du deinen zuerst machen, den ich dir ausgesucht habe? Nein, du hast mir davon erzählt und ich dachte, das wäre doch was, das könntest du doch weitergeben, oder? Ach so, genau, diese von dem Quadlock. Quadlock ist die Fahrradhalterung meiner Wahl. Und hast du die drauf auf deinem Telefon? Ja, die habe ich drauf. Zeig mal. Ja. Ah ja. Oh, schick. Was ist denn das für eine Farbe, die Hülle?
Schwarz. Ah ja, okay. Gibt's nur in Schwarz, muss ich gar nichts denken. Und die sind auch ziemlich aggressiv im Marketing. Also die schicken dann auch immer Sachen und so. Und hier, guck mal, da wir haben schon wieder was Neues. Aber Quadlock macht für alle Anwendungen. Und obwohl, ja, also wir sind ja gar nicht gesponsert von denen, aber es ist ein Pick trotzdem, weil ich habe mir so ein Desk-Mount-Kit besorgt und da ist auch ein, für mein neues Telefon eben eine induktive Ladeoption dabei. Und das funktioniert sehr gut. Ja, weil das geht ja nicht und immer. Und die machen auch so Halterungen für die Küche zum Beispiel, für deine Geräte. Aber nur, ich weiß nicht, ob sie für iPads oder so auch machen, weil die sind halt dann doch schon auch groß und schwer. Keine Ahnung, ob das da auch angeboten wird von denen, wenn ich jetzt in der, weil die haben so selbstklebende Adapter, also selbstklebende Halterungen, die du in die Fliese klebst oder so, wenn du beim Kochen ein Rezept lesen willst. Ja, so. Ja. Mhm. Ja, das also, ist ja quasi wie hier die Garmin, ne? diese genau. Einklinkhalterung, so in der Art. Ja, ich glaube, die sind auch relativ populär, diese Quadlock. Eine Zeit lang haben sie auch nervend viel Werbung gepostet und so überall in allen Kanälen. Aber mein Gott, das, wie nennt sich das? Growth Hacking? Indem du einfach die Leute belästigst, so lange, bis sie mal dein Zeug kaufen. Aber das, was du da, diese Halterungen, ich wusste echt nicht, dass es da zum Beispiel, weil wenn du dann mal so ein, dich quasi doch entschieden hast, okay, dann mache ich halt diese Hülle drauf, damit ich das Telefon am Rad befestigen kann, dann willst du es ja nicht wieder rausholen aus der Hülle die ganze Zeit und für irgendwas anderes. Und da ist es dann doch konsequent, dass sie Autohalterungen haben zum Beispiel und eben für die Küche. Und du hast diese Schreibtischhalterung, oder? Ja, die steht allerdings in der Küche tatsächlich. Ja, gut. Radio. Aha, aber trotzdem. Weil ich laufe aufs Radio, beziehungsweise auf die kleine Boombox, die ich da stehen habe, darüber Funk und so. Also das ist da ein guter Ort. Okay. Von mir gibt's tendenziell, sagen wir mal, ich mache ganz kurz zwei Picks. Das eine ist ein Hardware-Pick, habe ich nicht selbst, besitze ich nicht selbst, aber ich habe es an einem Rad von einem Freund gesehen und fand's toll. Und zwar Schutzbleche von SKS. Die heißen, das sind die Speed Rocker. Das sind Schutzbleche, die du an so gut wie jedes Rennrad einfach hinklemmen kannst. Ja, die habe ich schon mal gesehen, aber noch nie in echt. Die sehen in echt, die sehen aus als, also die sehen nicht irgendwie, die passen organisch ans Rad hin. Also die sehen irgendwie nicht aus wie ein Fehlgriff und oder als hätte man irgendwas hingemurkst oder so, sondern die passen echt gut und die machen einen soliden Eindruck. Und also der Freund von mir, der die dran hat an seinem Rad, der pendelt damit jeden Tag, weiß nicht wie viel, 6 Kilometer oder so, und hat die sich halt für den Winter auf sein, Trekking-Gravel-Rad, also mit dickeren Rädern und so. Also passt auch, also hier steht bis 42 Millimeter. Reifen passen drunter und die sind echt ganz gut und gehen weit rum, also hinten dann, also du saust dich nicht ein mit dem Zeug. Ne? Ah ja, das ist gut. Und wenn es dann wenn das Wetter zu schlecht ist, zu dunkel, zu regnerisch, dann habe ich einen zweiten Tipp und der heißt Lonely Mountains. Mountainbike von dem Spiel. Es ist ein Mountainbike Downhill-Spiel. Von dem habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich habe das auch, das ist mal auf Kickstarter gestartet, kommt aus Berlin, von zwei Berliner Programmierern. Und ich verfolge die schon länger, weil das hat jetzt irgendwie 3 Jahre gedauert oder so, bis dieses Spiel fertig war. Und ich habe auch mitfinanziert bei Kickstarter die PC-Version. Allerdings habe ich mir die nicht runtergeladen, weil ich ja keinen PC besitze und am Mac ist es zu lahm. Aber das gibt's für die PlayStation, also PlayStation 4 und ich glaube demnächst auch für Nintendo Switch
und für die Xbox. Und auf der Konsole ist es toll. Also wir hatten ja, das ist so, die ganze Optik, das ist so eine Low-Poly-Optik. Mm-hmm. Und da, also entstanden, so habe ich mir das erzählen lassen, entstanden ist das Spiel eigentlich daraus, dass einer der Programmierer so eine Physik-Engine entwickelt hat, die quasi super physikalische Ereignisse umsetzen kann, visuell. Mhm. Zum Beispiel, wenn du mit dem Rad stürzt oder wenn du einen Schlag bekommst, also wie sich Figuren bewegen. Und dann haben sie gedacht, oh, was machen wir damit? Und oh, Mountainbike. Und das Schöne an dem Spiel ist, also du gehst, und das ist wunderschön, tolle Landschaften, eben stark reduziert, eckig, Polygone, aber mit schönem Sound im Hintergrund, Polygone Raben und Low-Poly-Raben und Schmetterlinge fliegen durch. Mhm. Du bist auf Bergen und fährst da runter und du fährst jetzt nicht irgendwie, das ist kein, gut, du kannst auch auf Geschwindigkeit fahren, aber du fährst eine Strecke und du kannst auch, du musst nicht exakt den Weg nehmen, der vorgegeben ist, also den du da gezeichnet siehst. Du kannst auch mal gucken, oh, wo geht's denn da lang? Und dann gestern zum Beispiel bin ich gefahren und normalerweise, wenn du in einen See reinfährst, in Wasser reinfährst, dann stirbst du, also dann stürzt du und dann ist ein bisschen Low-Poly-Blut und dann kannst du wieder zum letzten Checkpoint zurück. Und ich habe aber gesehen, wenn das Wasser nicht gar so tief ist, dann kannst du auch durch Wasser fahren, so dass du quasi auf deinem Weg den Berg runter kannst du unterschiedliche Wege so erkunden. Okay. Und du kannst springen und also mein Sohn, der eigentlich nur Fortnite spielt, der hat auch mit mir gespielt und fand's toll und war natürlich viel besser als ich. Obwohl ich vorher schon länger geübt habe. Also ich habe da echt schon also mehrere Stunden mittlerweile gespielt. Mhm. Kann ich nur empfehlen, kostet auch nicht viel. Ich glaube 20 € oder so. Und auf jeden Fall, also gut, wer irgendwie am PC spielen will, vielleicht. Aber also auf der Konsole, wir haben ja eine PS4, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich krank war. Die wird selten benutzt. Aber eben dafür lohnt sich's. Also muss man jetzt nicht unbedingt eine Konsole dafür kaufen. Aber wenn die rumsteht und verstaubt vielleicht, weil du keine Lust hast, also jetzt, das wäre mal wieder ein interessantes Spiel da auszuprobieren. Lonely Mountains. Zwitscher, zwitscher. Okay. Dann haben wir alles drin, was unsere Sendung alle braucht. Alle relevanten, ne? Themen, ja, zum Sonntag. Genau. Genau, dann haben wir jetzt 1,5 Stunden oder so haben wir gerade. Das geht ja, wie gesagt, wir machen uns da keine Gedanken. Wir versuchen, ne, bald wieder da zu sein, weil es ja dauernd Neuigkeiten gibt. Ja, es reißt nicht ab. Und jetzt im Winter, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich trotzdem Neuigkeiten. Man denkt sich ja manchmal Saisongeschäft, ne, aber es geht ja bei uns nicht um Sport, hat man ja gesehen, nur, ne? Sondern um das Umfassende. Aber erinnere mich nächste Sendung an diesen interessanten Sportbericht. Okay, ich schreibe es mir auf. Interessanter Sportbericht. Ich schreibe das mit der Hand, drum dauert das so lang. Okay. Gut, also dann. Dann wünsche ich noch eine. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, kann man doch so machen, oder? Mhm, auf jeden Fall. Und dann fordere ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch noch auf, uns 5-Sterne-Bewertungen zu geben, wo das noch möglich ist. Gibt's gar nicht so viel. Weil uns das ein bisschen nach oben trudelt. Wir sind jetzt zum Beispiel auch bei RTL Audio Now zu hören. Eine sehr schöne App, die vergleichsweise offen ist, also nicht so wie Spotify. Die haben zwar auch irgendwelches exklusives Zeug, aber trotzdem kann man ziemlich viel andere Podcasts auch einfach darüber hören. Ja. Was ich gut finde. Ja, das ist cool. Ja. Also,
macht das. Und schickt euch, wenn euch über ein Thema interessiert, irgendwas, schickt uns Nachrichten über die Kanäle. Ihr findet uns ja. Also dann sage ich Tschüss, ich bin Hans. Und ich bin Thomas.